Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei The Forest. Wir waren fleißig, wir haben ziemlich viel Holz hier organisiert gerade. Und jetzt machen wir uns mal eben schnell auf den Weg nach Hause in eine glorreiche Zukunft und was weiß der Henker nicht noch alles. Sprinten wäre jetzt schön, aber leider haben wir ein bisschen viel gehauen jetzt gerade in letzter Zeit. Jetzt können wir nicht mehr sprinten, jetzt müssen wir leider schleichen. Aber immerhin haben wir jetzt ganze 9 Baumstämme in der Tasche und naja, damit kommen wir auf jeden Fall eine ganze Ecke. Wir brauchen ja nur noch 151. Das also ganz in Ordnung eigentlich. Sagte er. Sagt er einfach so. Ganz keck und dreist. Darf daran. Ich weiß gar nicht, ob ich von außen dran komme. Das wäre natürlich sehr schön und praktisch. Aber ich glaube, das wird nicht klappen. Das sieht so cool aus, das Dörfchen. Ja, ne? Vor allem dieses Baumhaus da oben. Das ist halt echt ein... Das wertet das Ganze halt echt total auf. Hast du mich jetzt gerade gerammt? Wow! Oh, warte mal. Ich glaube, ich habe gerade irgendwie, keine Ahnung, einen Elefant überfahren oder so. Bin einfach nur durch die Gegend gehopst. Okay. Erstmal hier was schnecken gerade mal eben. Bist du jetzt drin? Ja, ich bin jetzt gerade drin. Okay. Oh, die Treppe ist ja schon durch, das ist ja schön. Ja, die habe ich gerade. Für das eine Podestchen brauchen wir. Oh, jetzt wäre ich fast durch den falschen Eingang gelaufen hier. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, das nächste Mal lasse ich die Tür auch einfach weg, glaube ich, weil dann kann man links mit dem Ding komplett reinfahren. Ich füll das mal von außen auf, außen hier auf, ja? Du meinst den Lockerholder? Ja. Ja, okay, ist eine gute Idee, dann kann ich nämlich direkt alles verbauen. Ist also doch ganz praktisch, den Lockerholder so zu bauen, dass man den auch von außen bedienen kann. Ja, definitiv würde ich mal jetzt behaupten. Ist zwar ein bisschen Bug-Using, aber naja. Man gönnt sich ja sonst nichts, würde ich sagen. Söhrchen, ein Holzstämmchen habe ich hier noch übrig. Was eigentlich auch für ein Quatsch ist, dass man genau 9 Stück so transportieren kann. Warum nicht 10 und das Ding voll machen halt? Hast du noch ein Holzstämmchen irgendwie? Ja, aber der ist halt das ist halt der Verbackte. Okay. Den werde ich nicht los. Dann lass sie den auch einfach liegen. Oh, der Steinholder ist aber auch toll. Ja. Ja, super. Den mag ich jetzt schon. Wofür braucht man eigentlich die Totenköpfe? Can be used in crafting. Du hast Totenköpfe? Ja. 2 Stück habe ich davon. Und leider habe ich jetzt gerade schon wieder diese eingeborenen Axt zerstört. Nein! Ja, das ist halt echt doof, weil ich finde die ziemlich cool. Aber hier liegt bestimmt noch irgendwo eine rum. Ich meine, hier hinten hätte ich irgendwo was gesehen gehabt. Da ist eine Locke. Hier liegt auf jeden Fall noch was rum. Was ist denn das? Oh Gott, ich muss gleich erstmal was futtern. Ein Kopf war da. Oh, hier ist noch ein bisschen Aloe Vera. Die Vera am Mittag. Die wohnt auch hier. Blaue Beeren waren gut, ne? Ja, blaue Beeren sind gut. Die esse ich erstmal alle. Ja, ja, Blaubeeren sind Blaubeeren. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Scheiße. Auf dem letzten Meter jetzt auch noch verdengelt, ey. Ja. Aber richtig. Oh, was hier für ein Ramsch rumliegt überall, ey. Oh, hier sind noch 2 Köpfe. Das könnt ihr dann jetzt endlich mal für unseren Effigy reichen. Aha, ich hab... Sag mir nicht, ich kann jetzt richtig Bug-Using machen. Aha. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. So, jetzt wenn ich einen Stick aufhebe, was passiert dann? Weiß nicht, dann hast du wahrscheinlich einen Stick in der Hand. Ah. Oh, hier liegen noch 3 Holz rum, das ist ja schön. Ah. Wie die ganze Zeit einfach nur am Werkeln sind hier? Ja, gar nicht. Alter, wie viel Holz hier rumliegt. Warst du das? Achtung, ja. Mal gerade bitte nicht schlagen. Ich sehe dich nicht. Wo bist du? Da. Irgendwo ganz weit hinten. Jetzt hier. Ganz weit hinten, ich stand neben dir, aber egal. Du bist ganz weit hinten.
Hast du meinen Schlitten mitgenommen? Oder wie sieht das aus? Nö. Ich bin das ganze Holz gerade am verbasteln. Dubi-dubi-du. Was wollte ich denn jetzt eigentlich gemacht haben? Genau, ich wollte nochmal irgendwie auf die Suche gehen nach so einem eingeborenen Hammer. Auf dem Vegan-Modus hast du jetzt aber nicht gestellt, ne? Nee, nee. Der schwebt durch die Gegend. Ist das nicht hübsch? Ja. Ist schon echt schön auch, muss man sagen. Also. Wenn man die ganze Zeit niedergemetzelt wird. Ja, ist total toll. Dann kann man sich endlich mal ein bisschen den Sachen widmen, die Spaß machen. Wie bauen zum Beispiel und Holz fällen. Oder bauen. Ja, oder bauen, genau. Oder nicht zu Oder Holz vergessen fällen. bauen. Oder Holz fällen, genau. Ach, jetzt wo du das sagst, fällt mir eigentlich auf, wie schön das ist. Ja. Oh, jetzt fällt mir das Ultimative ein. Zähne sammeln. Zähne sammeln, ja, würde ich auch ganz gerne mal wieder. Ich glaube, ich gehe mal ein paar Eingeborene suchen. Liegen hier noch Hey. rum. Ach, eine Hand, wie schön. Und noch eine Hand. Und ein Stein. Oh Gott, ein Stein ist ja schön. Oh, ja, Steine. Ich finde Steine Wie auch hier einfach toll. nochmal zwei Baumstämme drin liegen im Wasser. Die hast du, glaube ich, da mal vergessen. Nee, Oh, einen wie habe ich geil wäre das einfach. eigentlich gewesen, wenn wir das um den Teich gebaut hätten, das Dörfchen, wenn wir den quasi auch noch so integriert hätten. Ja, ne? Weiße Bären waren fui fui, ne? The fuck? Ja. Ja. Wie auch immer, habe ich durch den Lizard noch einen zweiten Baumstamm gekriegt. Ja, läuft bei dir, würde ich sagen. Wollt ihr mich jetzt echt verarschen? Gibt es jetzt hier echt Ja. keine eingeborenen Waffe mehr, oder was? Nein. Habe ich die jetzt alle zerstört? Ja. Oh, gelbe Pilze. Ja, essen wir doch mal. Ja, kann man auch essen. Waren gut. Ich gehe mal zum heiligen Baum rüber jetzt gerade. Habe ich jetzt gerade Bock zu. Nicht. Boah, das ist so geil. Ich habe hier einen etwas größeren Anker gefunden gerade. Was? Und ein Vogel, der in der Luft schwebt. Okay. Und ich benutze gerade mal den Exploit hier. Oh, das ist eine Ente. Die schwebt halt in der Luft rum. Das heißt, wenn ich etwas fälle und dann doppelt E drücke, habe ich auf einmal zwei Baumstämme in der Okay. Hand. Boah, was hier noch an Buze rumliegt an dem Strand, Alter. Hier hätten wir mal vorher gucken sollen. Ist ja voll gut. Oh, hier ist noch ein Iglu. Aber die Insel da hinten, die eignet sich aber eigentlich auch so als Basis. Also hier werde ich demnächst auf jeden Fall nochmal vorbeigehen. Hier gibt es ja richtig noch was zu holen. Okay, wo bist du jetzt nochmal? Ich bin auf dem Weg zum heiligen Baum da. Oh, der Ach, Schlafsack ist auch der. toll. Also meinem Inventar geht es auf jeden Fall richtig gut. Wir werden einfach drei Ja. Häuser haben. Ey, der. Ey, der was? Ey, der Okay. daus. Das war An dem jetzt blöden doof. Baum haben die auch bestimmt auch wieder irgendwelche Koffer Das gesammelt. Lockding ist voll, ne? Ich wollte es nur gesagt haben. Okay. Oh, schwarze Beeren. Oh, schwarze Beeren sind nicht gut. Hätte man Habe sich ich aber auch schon gemerkt. fast denken können. Oh, ich habe noch was gefunden. Coneflower habe ich gefunden. Das Ja, habe ich auch gefunden. Ist im Inventar. Ich weiß noch nicht, was ich damit machen soll. Ich weiß es So. tatsächlich auch nicht. Oh, hier ist ein Stein mit einem großen Loch drin. Ich kann mir Kannst du fast mal. denken, was die Eingeborenen damit machen. Du könntest mir mal einen Gefallen tun. Ja, welcher denn? Hier ins Basislager kommen und schauen, wie viel Loks auf dem anderen jetzt sind. Wie viele Loks jetzt insgesamt drauf sind. Auf beiden Schlitten oder was? Nee, ja. Auf Ja, den was denn nun? Nee oder ja? festgemachten. Achso, in den Lockholdern, ja. Ich Ja. Weil ich habe jetzt. Komme mal eben zurück zum Lager, weil das ist auch total der gar kein Umweg oder so. Aber ich sehe dich da hinten rumwuseln. Ja, ich habe jetzt, glaube ich, aus nichts beide Lockholder voll gemacht. Aha, du cheatest also? Doppelt E. Keine Ahnung.
Na gut, dann komme ich mal zurück. Bin ja auch schon fast da. Ist ja auch Okay. fast kein Umweg hier. Außerdem ist Bewegung ja gesund. Deswegen So. beschwere ich mich auch gar nicht Jetzt erst. komm mal zu mir und schau mich einfach nur mal an. Dann zeige ich dir, was ich meine. Ja, ich schau dich an. Stehst du vor mir? Ja. Okay. Der Name zeigt also an, wo du bist. Deine Figur steht irgendwo anders. Haben wir das. So, ich passe jetzt auf. Ich habe nichts in der Hand. Drück einfach nur Doppelt E. Jetzt sehe ich dich nicht mehr. Ah, da bist du. Was? Ja, du bist ein bisschen fies am Cheaten, würde ich sagen. Kann da nicht mal was für. Ja, du nutzt es aber aus. Wollte Na einfach gut. nur gucken, bis wie weit das geht. Ich baue da mal eben das, oder verbaue da mal eben das ganz andere Zeug hier. Wieso hast du vor allen Dingen 7 Stück da drin? In so, ach, da gehen auch 7 rein. Schau mal an. Oh, ich sollte was essen. Der gute alte Stoneholder, ey. Pech, oder? Ja, total geil. Super geil. Okay, für die nächste Plattform brauchen wir jetzt noch 3 Hölzer. Und dann kommt halt die große Lok. Die große Lok vor allem, die große Lok Cabin. Oh, weiße Bären. Warte mal, weiße Bären waren. Scheiße, weg mit dem Weißt Busch. Ja, wenn wir hier einen guten Busch drin haben mit vernünftigen Bären, dann können wir den ja auch lassen. Dann haben wir hier auch eine Quelle drin. Das sind auch alles weiße. Weiße finde ich scheiße. du? Nicht nur so ein Steinchen rum. Oh, der Stoneholder ist voll. So ein Mist aber auch. Da müssen wir nochmal einen daneben bauen. Oder meinst du nicht, dass das reicht? Eigentlich schon. Eigentlich schon, ne? So viele Steine braucht man ja auch gar nicht. Bis jetzt zumindest. Wisst ihr nicht wofür? So. Tja, eine eingeborene Waffe habe ich leider immer noch nicht gefunden. Das können wir kombinieren hier. Vielleicht können wir da Pflaster rausmachen oder sowas. Ich habe einen See gefunden. Noch einen. Kloss kombinieren mit Aloe Möchtest du Vera. zufällig einen Speer haben? Der Nö. gute dort ist, hast nämlich keinen. Ach so, ja, ich habe keinen. Ja, hier gibt es wieder einen. Am Bei. See oder was? Ja, hier unten, wo ich gerade bin. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig. Ich komme mal zu dir rüber gehuscht. Oh ja, die Sau, hier gibt es sogar 3 Stück. Nice. Fische sehe Huch! ich jetzt trotzdem leider Da nicht. hinten ist eine Höhle. Sollen wir da mal reingehen? Höhle, Höhle. Oh, hier hat's Blumen. Sollen wir da jetzt rein oder nicht? Ja, aber ich sehe ja nicht, wo du bist. Mal wieder nicht. Da hinten. Ja, jetzt bin ich an deinem tollen See halt, ne? Ja, da hast du auch einen Speer. Ja, habe ich jetzt auch. So, dann gehen wir jetzt mal hier hoch. Denn hier ist eine Hölle. Und hier ist auf jeden Fall schon wieder ganz viel Geraffel von den Eingeborenen. Das ist ein gutes Zeichen. Markgaraffe. Bringt der Speer eigentlich auch was? Hast du das mal getestet? Nee, habe ich nicht. Will ich aber auch gar nicht, um ehrlich zu sein. Ich nehme mal den Bogen mit jetzt. Denn vielleicht haben wir jetzt hier all diese Höhle. Huch! Was war das denn? Was denn? Bist du? Alter, wie viele Hölzer sind denn jetzt hier gedroppt auf einmal? Keine Ahnung, ich sehe nichts. Oh, da. Tatsächlich, viele. Also ich sehe sie nicht. Alter, war das jetzt gerade laut und ich habe mich total tierisch erschreckt, ey. Und jetzt höre ich Grillen. Hörst du auch Ja, die höre ich Grillen? auch. Ja, die höre ich auch. Und zwar extrem laut. Das war in dem Bisschen, Moment, ne? als ich in die Höhle reingegangen bin. Genau in dem Moment ist alles gedroppt. Nein, der hat eine Kamera im Mund, ey. Ich Unglaublich. sehe es gerade, ich sehe es. Und das ist hier wohl das Ding aus dem, ne? Aus dem Startbildschirm. Ich glaube ja. Okay, sollen wir dann da rein Ja, oder? ich gehe mal vor. Okay, ich folge dir dann auf dem Fuße. Warte mal, erstmal brauche ich mir mal ein paar Molotows, ne?
Ja, warte mal. Molotows habe ich genug. Aber ich glaube, ich nehme jetzt tatsächlich mal die Taschenlampe. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Bist du schon reingegangen? Nee, ja, ein Stück weit. Ah, ich nehme auch mal die Taschenlampe. Alter, das ist voll gruselig, diese Höhle. Gar nicht, ne? Ich würde mal sagen, wir machen mal kurz einen Cut und dann haben wir was für die nächste Folge. Also, bis morgen dann geht's auf Höhlentour und vielleicht finden wir endlich mal ominöse Kreaturen hier drinne. Tschüss!